Zum Einrichten von Scan-to-E-Mail auf dem Kyocera Multifunktionsdrucker öffnen Sie ein Browserfenster, geben oben in die Adressleiste die IP-Adresse Ihres Druckers ein, melden Sie sich unter Anmelden im Browserfenster an. Der Anwendername ist Admin, das Passwort ist bei den neuen Kyocera-Geräten die Seriennummer. Dann wechseln wir in die Funktionseinstellungen unter E-Mail und aktivieren dort unter Protokoll das SMTP-Sendeprotokoll. Je nachdem, ob Ihr E-Mail-Provider eine Verschlüsselung verwendet oder nicht, hier einfach die Verschlüsselungstyp auswählen. Ganz nach unten scrollen und mit Senden speichern. Wir wechseln wieder zurück unter E-Mail und geben beim SMTP-Servernamen den SMTP-Servernamen Ihres E-Mail-Providers ein. Die Portnummer entsprechend den Zugangsdaten, den Sie von Ihrem E-Mail-Provider erhalten haben. Je nachdem, ob eine Verschlüsselung benötigt wird oder nicht, ob eine Anmeldung benötigt wird oder nicht, aktivieren wir hier das Authentifizierungsprotokoll, wählen aus Authentifizierung als Sonstige und geben dann Benutzername und Passwort ein. Wir scrollen ganz hinunter zur Absendeadresse, geben hier die Absende-E-Mail-Adresse ein. Diese E-Mail-Adresse muss existieren, sonst kommen die E-Mails meistens nicht an. Und wir speichern das Ganze, die Einstellung mit Senden. Und beim Verbindungstest, wenn wir draufklicken, wird die Verbindung getestet und Sie erhalten dann eine Meldung, dass die Verbindung erfolgreich ist. Somit haben Sie Ihre Scan-to-E-Mail-Funktion am Multifunktionsgerät eingerichtet.